Hallo, ihr Bastelnerds, willkommen im Kreativkäfig der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft, er hoppelt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir passiert ist. Ich habe die 25 schon ausgepackt und ihr wart auch live dabei quasi. Dummerweise habe ich vergessen aufzunehmen. Also machen wir das gerade jetzt nochmal. Aber ich weiß ja schon, was drin ist. Das heißt, jetzt werde ich euch natürlich jetzt nicht so krass auf die Spannung setzen oder sonst irgendetwas. Das heißt, wir packen es aus und wie ihr seht, das ist nämlich auch schon offen. Denn es sind Wackelaugen, die ich in der Tat so noch nicht habe. Also gut, ein bisschen kleiner hätte ich sie auch cooler gefunden. Aber was ich richtig cool finde, ist einfach die Tatsache, dass sie bunt sind. Denn ich habe eigentlich immer nur Wackelaugen, die in der Mitte, also eine schwarze Pupille quasi halt haben. So sind das hier, sind sie jetzt alle. Ich habe sie mal einfach alle umgedreht. Also wir haben vier rote und von allen anderen haben wir jeweils immer ein Pärchen. Und ich finde die total cool. Wie gesagt, allein deswegen, weil ich sie gar nicht in verschiedenen Farben habe. So, und worüber ich mir natürlich Gedanken gemacht hatte, war, was kann man eigentlich mit diesen ganzen Wackelaugen immer machen? Also ganz klar, wenn ihr Giveaway-Karten habt, nee, Päckchen oder sowas, gerade jetzt zu Halloween natürlich, ja, also wo ihr Süßigkeiten loswerden wollt, ja, ist das natürlich super, super praktisch. Aber ihr könnt auch damit eure Karten auch nochmal so aufpimpen. Nehmt hier jetzt beispielsweise dieses süße kleine Monster. Klar, man sieht dann jetzt nicht mehr so krass viel, aber guckt mal, es sieht auch mindestens auch cool aus, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Und ihr könnt ihm irgendeine Augenfarbe geben und habt dann halt noch so einen kleinen Shaker-Effekt. Ich finde das total cool und lustig. Das funktioniert eigentlich bei fast allen möglichen. Klar, also ich meine, bei dem Gesicht wäre es jetzt ein bisschen, naja, ein bisschen zu groß, ja. Und ich meine, auf dem Kürbis geht es gar nicht, weil der würde ja darunter verschwinden. Auf dem Auge würde ich es jetzt auch nicht unbedingt machen, weil das Auge sieht so, wie es ist, glaube ich, viel, viel cooler aus als mit so einem Wackeleffekt. Aber nichtsdestotrotz, also es gibt hier noch diverse andere Stempel und gerade hier, wie gesagt, auf diesem kleinen Monster finde ich das super cool gelungen. Man könnte sogar noch überlegen, ob man dann hier das kreisförmig ausschneidet und das dann quasi dann hier so reindrückt, also dass das dann so von unten hochkommt. Glaube ich, würde ich auch richtig cool finden. Aber das werde ich natürlich jetzt nicht an dem hier demonstrieren, weil wäre ein bisschen blöd, ne? Wenn ich jetzt hier meine schöne Koloration kaputt mache. Ja, ich hoffe, dass es diesmal mit der Aufnahme funktioniert hat, denn ehrlich gesagt habe ich keine Lust, das jetzt nochmal machen zu müssen. Und ja, sehr viel mehr ist es nicht. Also mein Tipp, benutzt es gerne halt für eure, ja, Süßigkeitenverpackung, die ihr vielleicht zu Halloween macht oder halt auch zu irgendetwas anderem. Ich meine, die passen natürlich auch cool zu Fasching und dergleichen oder zu Kindergeburtstagen oder sowas. Es ist auf jeden Fall immer so ein erfrischender, ja, so ein erfrischendes Highlight quasi, wenn ihr dann halt einfach das nochmal irgendwo ergänzt, indem ihr halt einfach sagt, ihr macht nochmal so ein Kulleraugen drauf. Ja? Also, ich finde sie süß. Ach so, die Dinger, klar, also die haben hinten so eine, wieder auch die Rückseite, also könnt ihr abziehen und dann kleben die auch schon. Also, da braucht ihr auch gar nichts machen, könnt ihr aber natürlich auch mit eurem Kleber festkleben. Jo, also das war Tag 25 und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder in neuer Frische und ja, und diesmal vergesse ich dann nicht aufzunehmen. Okay, also habt einen wundervollen Tag oder Abend. Bis dann. Tschüss.